Hallo, herzlich willkommen. Es ist ganz schön weird, so ohne Publikum, ich sehe mich nur selber. Aber ich versuche das einfach mal durchzuziehen. Der Vortrag heute, ich habe den Quo Vadis Gesichtserkennung genannt. Wenn ich ganz ehrlich bin, müsste es eher Status Quo heißen, weil das ist so viel passiert in den letzten ein, zwei Jahren, dass ich mich doch eher auf die, was jetzt schon da ist, konzentrieren werde und nicht so sehr auf was, wo es noch hinkommen kann. Wo es noch hingehen wird. Aber ich glaube, irgendwie so mit den letzten Slides, wenn man irgendwie auch dann sehen, in welche Richtung das dann im Zweifelsfall laufen wird. Ja, wir fangen erstmal an, so ein bisschen die Einführung, wie Gesichtserkennung im Allgemeinen funktioniert. Und zwar hat man zwei verschiedene Möglichkeiten der Bildaufnahme oder der Verarbeitung. In der Regel ist es erstens oder entweder halt als 2D, also ein normales Bild. Oder halt so eine 3D-Aufnahme. Und für 2D-Aufnahmen ist man halt oder hat man die Möglichkeit, in verschiedenen Wellenlängenbereichen des Lichts zu arbeiten. Das ist entweder das normale optisch sichtbare Licht, also halt das, was wir irgendwie auch sehen. Da ist das Bild ganz links so als Beispiel. Oder im nahen Infrarotbereich, das ist das mittlere Bild. Also nahen Infrarotbereich ist praktisch das, was ich an das optisch sichtbare Licht anschließt hinterm Roten vom Spektrum her. Wird halt öfter auch mit Wärmebild verwechselt, ist aber nicht der Fall. Wärmebild ist halt das Ferninfrarotbereich, also halt so im Mikrometer-Wellenlängenbereich und das Bild dafür ist dann ist auf der linken Seite. Man muss dazu sagen, dass halt verschiedene Frequenzbereiche oder irgendwie Wellenlängenbereiche verschiedene Vor- und Nachteile haben. Optisch sichtbare Bereich ist halt sehr anfällig für Umgebungslicht, wohingegen zum Beispiel das ferne Infrarot, also die Wärmestrahlung, halt eine sehr geringe Auflösung hat im Gegensatz zu den anderen Bildern. Die zweite Sache, gerade schon angesprochen, ist die Aufnahme in 3D, also halt die Form praktisch des Gesichts. Und da gibt es verschiedene Varianten. Das Coated Light Verfahren, was auf der linken Seite dargestellt ist, ist von Siemens war das, glaube ich, mal initiiert. Was sie da tun, ist, sie projizieren parallele Linien und an den Formen des Gesichts sind die dann halt nicht mehr parallel, also werden halt irgendwie dann gebogen oder also halt abgeschrägt. Und aus diesen Winkeln kann man halt die Tiefe berechnen. Mit einer relativ hohen Auflösung fand ich irgendwie interessant, irgendwie 0,2 Millimeter haben sie damals angegeben und ist auch schon eine Weile älter. Und auf der rechten Seite das Bild ist halt aus dem Face ID, also von Apple. Was sie dort tun, ist, sie projizieren Punkte auf das Gesicht und je nachdem, wie die Punktgröße sich verändert, daraus berechnest du dann halt die Drittdimension. Algorithmenmäßig gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man also wie die Gesichtserkennung funktioniert. Auf der linken Seite dargestellt ist die Electric Graph Matching, das heißt, es werden halt markante Punkte in dem Gesicht gesucht und dann markiert und dann kann man halt sogar teilweise den Kopf noch drehen und in eine gewisse Art und Weise dann trotzdem noch die Menschen miteinander, also Menschen identifizieren. Auf der rechten Seite dargestellt ist das sogenannte Eigenface. Da gibt es halt so eine Grunddatenbank aus ungefähr 100 Basisgesichtern und es funktioniert so ein bisschen wie Phantombild. Also das heißt, man nimmt jetzt halt irgendwie einen gewissen Anteil vom ersten Gesicht und einen gewissen Anteil von den anderen 99 Gesichtern und macht praktisch so eine Summe aus den Gesichtern, um halt dann das Gesicht darzustellen. Heutzutage ist es eigentlich in der Regel Machine Learning, das heißt irgendwie Algorithmen, wo halt keiner so richtig irgendwie weiß, was die dann auch wirklich tun. Kommen wir zum Einsatz. Wird halt, also spätestens seit Mobiltelefone relativ groß geworden sind oder Biometrie in Mobiltelefonen, ist halt auch Gesichtserkennung mit dabei. Neben dem Fingerabdruck eigentlich das am häufigsten oder am weitesten verbreitetste biometrische Verfahren, was da funktioniert und halt ganz lange im normalen optisch sichtbaren Bereich bei vielen Telefonen. Und seit Apple Face ID dann halt irgendwie auch im 3D-Verfahren. Das heißt also zum nicht nur Geräte entsperren, sondern halt irgendwie auch so authentifizieren, wenn halt Kontobewegungen, Geldfluss, sich irgendwo anmelden und so weiter.
wird halt Gesichtserkennung eingesetzt. Ein weiterer großer Punkt ist die Überprüfung von Ausweisdokumenten, elektronischer Reisepass, elektronischer Personalausweis. Seit Anfang der 2000er, ich glaube 2005 haben wir angefangen mit dem elektronischen Reisepass. Und seitdem wird es halt benutzt, halt an hauptsächlich bei Grenzkontrollen, wenn man halt irgendwie einreist, ausreist. Und natürlich die Überwachung, also jetzt ganz allgemein Kameraüberwachung beziehungsweise halt Identifizieren von Leuten anhand von Kameras, die im öffentlichen Raum stehen. Und neuerdings gibt es halt irgendwie auch sowas wie Bordkarte, wo halt man nicht mehr so ein Dingster Ausdruck, die Bordkarte, wenn man irgendwie in den Flieger steigen will, sondern halt irgendwie auch schon mit Gesichtserkennung dann irgendwie einfach durchgeht, also elektronische Bordkarte. Oder auch zum Beispiel Zugang zu Spielhallen, wo halt Leute, die halt spielsüchtig sind, sagen können, nee, wir wollen nicht, dass wir hier reingelassen werden, und das wird halt mit Gesichtserkennung überprüft. Was sind so die Vor- oder Nachteile? Großer Vorteil ist, dass es in der Regel halt keine teure Zusatzhardware verlangt. Also halt irgendwie alle Mobiltelefone oder Computer oder sowas haben halt heutzutage eine Kamera drinne, und für halt die ganz normale einfache Gesichtserkennung im 2D optisch sichtbaren Bereich funktioniert damit. Das Verfahren ist berührungslos und über größere Distanzen möglich. Da ist halt so die Frage, ist es jetzt ein Pro oder ein Kontrapunkt? Ist halt immer die Frage, wie, also die Intention des oder derjenigen, die diese Gesichtserkennung einsetzen. Und ein ganz klarer negativer oder ein Kontrapunkt ist halt die Möglichkeit der unbemerkten Überwachung, beziehungsweise halt als biometrisches Merkmal, dass es halt keine aktive Willensbekundung beinhaltet. Anders als ein Fingerabdruck zum Beispiel, muss man halt den Finger nehmen oder die Hand nehmen und den Finger auf den Sensor legen. Gesichtserkennung kann halt irgendwie unbemerkt irgendwie überall sein, wo halt mein Gesicht sichtbar ist, und das ist halt überall. Nachteile hatte ich gerade schon gesagt, halt je nach Aufnahmeprinzip, zum Beispiel eine sehr starke Abhängigkeit von Umgebungsbeleuchtung. Wenn halt das initiale Bild halt irgendwie mit frontal guter Beleuchtung aufgenommen ist, heißt es noch lange nicht, dass dann halt in der realen Welt halt, wenn das Licht von der Seite kommt, halt immer noch erkannt wird. Und zumindest bis vor kurzem relativ schlechte Erkennungsraten beim Abgleich gegen große Datenmengen. Da kommen wir zum Schluss nochmal dazu, dass das sich inzwischen auch schon geändert hat. Ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht, so ein bisschen erschreckend irgendwie auch. Der Ton ist irgendwie jetzt leider nicht da, das haben wir nicht mehr hingekriegt als Setup, aber das ist eine Bodycam, das heißt irgendwie Polizisten in Amerika haben halt irgendwie das, also ihre Bodycam, die halt irgendwie Bilder von Gesichtern aufnimmt, und dann kriegen sie halt über Lautsprecher oder irgendwie wo noch immer gestreamt halt irgendwie, dass die Leute halt irgendwie Missing Person oder irgendwie gesuchter Krimineller oder was auch immer ist. Das ist hier so ein Demo-Video von der Firma Wolfcon. Ist noch nicht real-time-fähig, aber sie arbeiten dran. Das ist jetzt hier so ein Beispielvideo, aber da kann man davon ausgehen, dass das in irgendwie in wenigen Monaten oder irgendwie ein, zwei Jahren spätestens auch einfach funktionieren wird. Sie haben keine Angaben zu Erkennungsraten, und da kommen wir halt schon zu so einem sehr kritischen Punkt. Also gerade wenn Polizei oder Strafverfolgungsbehörden irgendwie diese Technik benutzen, muss man eigentlich davon ausgehen, oder sollte man davon ausgehen, dass die Erkennungsraten halt eigentlich nahezu 100% sind. Dass sie das nie sein werden, ist, glaube ich, jedem bewusst, der sich schon mal mit Biometrie beschäftigt hat. Und dann ist halt auch die Frage, wie man dann mit den Fehlerkennungsraten umgeht. Also die sagen, sie haben mehr als 1 Million Kameras verkauft an 1500 Police Departments in 35 Ländern, und wenn halt irgendwie 1 Million Kameras da unterwegs sind und auch nur eine Fehlerkennungsrate von irgendwie unter 1%, was realistisch ist, dann hat man halt irgendwie andauernd Fehlalarme, und dann ist halt die Frage, wie damit umgegangen wird. flackert. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auch flackern seht, hier flackert es gerade ein bisschen. Ich erzähle einfach mal kurz, was auf der Folie draufsteht. Das ist jetzt die sozusagen der in Deutschland, oder also wie ist Gesichtserkennung in Deutschland auf den
oder in die Gesellschaft vorgedrungen. Der erste große Schritt war auf jeden Fall das Terrorismusbekämpfungsgesetz, allgemein auch als Otto-Katalog bekannt. 2002, also nach den 2001er Anschlägen in den USA, sind natürlich irgendwie alle drei irgendwie drauf aufgesprungen und haben das halt irgendwie, haben halt verschiedene sicherheitsrelevante Gesetze verabschiedet. In Deutschland, wie gesagt, der Otto-Katalog, 21 Gesetzes- und Rechtsvorschriften, unter anderem für Pass- und Personalausweisgesetz und Ausländer- und Asylverfahrensgesetz. Und damals war noch die Frage irgendwie Aufnahme von Finger oder Gesicht. Inzwischen hat sich halt irgendwie das Unter durchgesetzt. Entschuldigung. Und der Nutzen soll halt computergestützte Identifikation sein. Die Ausweisdokumente sollten fälschungssicherer werden dadurch. Und ein verbesserter behördlicher Informationsaustausch. Damals stand halt drin zur Verhinderung von der Einreise von Terroristen. Dass das halt nicht der einzige Punkt geblieben ist, ist, glaube ich, auch jedem klar. Was sie damals gemacht haben, um das halt, also um die Gesichtserkennung in Ausweisdokumenten zu benutzen, haben sie halt, oder sind sie halt von dem Halbprofilbild, was halt früher in Ausweisen war, auf das Frontalbild gegangen. Und dazu muss man sagen, dass halt, wenn das System jetzt mal nicht funktioniert, das heißt, wenn da wieder eine manuelle Kontrolle mit diesem Bild stattfinden muss, dass dann die Sicherheit tatsächlich reduziert ist, weil halt die für die manuelle Kontrolle halt die Ohrform ganz besonders wichtig ist. Das heißt, wenn halt Grenzbeamte kontrollieren Personen an der Grenze, dann haben sie halt früher halt sehr häufig auf die Ohrform Wert gelegt, neben dem halt augenscheinlichen Gesicht. Und dadurch, dass jetzt ein Frontalbild irgendwie gespeichert ist, fällt halt irgendwie das Ganze weg. Das heißt, wenn der Pass oder der Ausweis, der Chip nicht funktioniert, ist die Sicherheit tatsächlich der Dokumente bzw. der Identifikation reduziert. Ein kurzer Einschub zum Thema, wenn der Chip nicht funktioniert. In Deutschland ist es so geregelt, dass das Dokument weiterhin gültig ist, auch wenn der Chip kaputt ist. Der nächste oder ein wichtiger Schritt zum Thema Gesichtserkennung in Deutschland war ein Feldversuch im Mainzer Hauptbahnhof. Das war 2002, also auch kurz nach dem Terrorismusbekämpfungsgesetz, hat das BSI die BOP2-Studie losgetreten. Das war sozusagen das erste Mal, wo halt Gesichtserkennung auch wirklich getestet wurde im größeren Rahmen. Damals waren halt so Erkennungsraten von um die 40% hat man irgendwie geschafft. Eine lustige Anekdote aus dem Bericht, also wir haben den damals, also Konstanze und ich zusammen uns durchgelesen, haben mir sehr viel gelacht. Ein lustiger Fakt war, dass halt sehr hohe Fehlerkennungsraten bei Personen aufgetreten sind, die dickrandige Brillen, also halt so Hornbrillen aufgesetzt haben oder aufhatten. Was halt auch total Sinn macht, das heißt irgendwie die Algorithmen, die halt sich auf markante Punkte im Gesicht konzentrieren, für die ist halt so eine dickwandige Hornbrille natürlich irgendwie ein sehr markanter Punkt. Das heißt irgendwie halt so Fehlerkennungsraten sind halt in die Höhe geschnellt, wenn halt Leute so Brillen auf hatten. Jetzt zum Feldversuch im Mainzer Hauptbahnhof 2007. Hier lag die Trefferquote jetzt schon so ein bisschen besser, so im Schnitt 60%. Unter schlechten Lichtbedingungen, also halt gerade abends, wenn so halt Twilight, also Sonnenuntergang und war, bis auf 20% runtergegangen. Also das heißt auch noch nicht wirklich gut. Der aktuelle Feldtest war Bahnhof Südkreuz, habt ihr vielleicht von gehört. Das ist jetzt 2 Jahre her, 2018. Die Trefferquoten waren auch eher so fragwürdig, zwischen 31% und 68% für drei verschiedene Systeme, die sie getestet haben. Sie haben dann irgendwelche ganzen wirren Tricks gemacht, haben diese Systeme zusammengeschaltet in unterschiedlichen Kombinationen und haben damit angeblich Erkennungsraten von 84% geschafft, was halt eigentlich immer noch total illusorisch ist. Dass es halt alles noch viel schlimmer ist, kommen wir gleich drauf. Ein Hinweis darauf ist, dass sie halt für die zweite Testphase sind sie halt von den Mugshots, also die haben halt irgendwie vorher natürlich mit hochauflösender Kamera Bilder gemacht, gegen die sie verglichen haben. Für die zweite Testphase haben sie gesagt, die Bilder machen zu schlechte Erkennungsraten und sie haben halt Bilder genommen
von diesem Bahnhof. Das heißt, irgendwie die Bilder, die halt normalerweise die Kamera als die Überwachungskamera genommen hat, haben sie dann als Referenzbild genommen und damit natürlich irgendwie deutlich höhere Erkennungswerte gehabt. Aber das ist natürlich irgendwie nichts, was man in der Realität umsetzen kann, weil halt irgendwie diese funktioniert natürlich auch nur dann genau an dem Bahnhof. Das heißt, sobald sie es halt an einem anderen Bahnhof irgendwie machen würden, würden halt die Erkennungsraten halt massiv in den Keller gehen. Was sie halt noch haben, ist die, also immer noch die Erkennungsrate. Wir reden hier von, wie gesagt, sowas um die 80-85%. Das heißt irgendwie 15% Fehlerkennungsrate. Das heißt, bei mehreren 10.000, 100.000 Leuten, die da am Tag vorbeikommen, hat man halt irgendwie diverse Tausende von Fehlalarmen. Und dann kann man sich ja irgendwie mal überlegen, was passiert, wenn dann halt wirklich mal ein Gesuchter durchkommt und zufälligerweise erkannt wird. Dann ist die Erkennungsrate. Aber dann ist halt irgendwie unklar, was der Beamte dann irgendwie macht, wenn er halt die ganze Zeit immer Fehlalarm hat, wird er wahrscheinlich da auch denken, es ist ein Fehlalarm. Das Bild auf der rechten Seite ist noch eine lustige Story dazu. Das zweite Bild von oben ist eine Person, die sich plötzlich, also die halt war Teilnehmer an diesem Versuch und hat versichert gekriegt, dass ihre Bilder irgendwie von niemandem zu sehen sind, also nicht mal von dem von der Bundespolizei, die diesen Versuch durchgeführt hat, und dann sieht sie ihr Bild plötzlich in der Tagesschau. Den schwarzen Balken habe ich rübergelegt, aber das Bild ist halt irgendwie allgemein, also kann man im Internet finden. Blöderweise ist diese Person nicht irgendjemand, sondern ein Dokumentarfilmer, der sich ausgerechnet auch noch irgendwie mit Recht am eigenen Bild beschäftigt hat, und er ist jetzt gerade dabei, eine Klage vorzubereiten. Ein bisschen Datenanalyse. Wir haben leider nicht die Rohdaten gekriegt. Das heißt, irgendwie alle Analysen, die jetzt hier, Entschuldigung, die jetzt hier sind halt aufgrund der Grafiken, der Diagramme, die in dem Bericht, in dem Abschlussbericht sind. Auf der linken Seite habe ich mal aufgeführt. Also du hast, man hat halt hier die drei verschiedenen Farben, Schwarz, Rot und Blau für die drei verschiedenen Systeme. Was auffällig ist, dass halt normalerweise sollten ja halt alle Systeme gleiche Ergebnisse liefern oder eine gleiche Anzahl von Ergebnissen liefern. Das ist hier schon mal irgendwie nicht der Fall. Also irgendwie teilweise haben sie halt einfach Systeme, die halt an einem Tag zum Beispiel gar keine Ergebnisse liefern. Das ist schon mal sehr fragwürdig. Auf der rechten Seite die zwei Pfeile, die ich da irgendwie, oder die zwei Punkte, die Ausreißer, die ich markiert habe, ist halt bei einer normalerweise bei einer Erkennungsrate von hier so 80% für die Blauen, hat man an einem Tag plötzlich nur noch Erkennungsraten von unter 20%, und da würde ich mir als Hersteller auch schon irgendwie Gedanken machen, wie sowas passieren kann. Das ist halt schon sehr fragwürdig. Aber was halt viel schlimmer ist, dass sie augenscheinlich beziehungsweise sogar bewusst einfach Ergebnisse, Teilergebnisse weggelassen haben. Das heißt, sie haben halt für einen 3-Monats- Bereich einfach, also wir haben 3 Monate lang Daten aufgenommen, und für die spätere Auswertung haben sie dann halt, wie ihr hier seht, aus 3 Wochen oder aus 4 Wochen jeweils ein paar oder halt 4 Wochenabschnitte oder 4 Einzelwochenabschnitte rausgenommen. Und dann halt auch noch nicht mal die kompletten Wochen. Also hier zum Beispiel in der Woche sind halt nur an 2 Tagen Erkennungs- oder halt irgendwie Daten aufgenommen werden für die Falscherkennungsrate, irgendwie in der Woche gar keine. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass halt hier einfach massiv die eh schon schlechten Werte irgendwie nochmal geschönt wurden. Noch ein paar Zahlen zu Gesichtserkennung, wo wir heute sind in Deutschland. Es gibt in Deutschland eine zentrale Datenbank mit 5,8 Millionen Gesichtsbildern. Und im ersten Halbjahr 2019 gab es vom BKA Gesichtserkennungs Anfragen ungefähr 24.000. Bundespolizei hat in diesem Zeitraum halt irgendwie 1.200 Mal recherchiert in dieser Datenbank und dabei 219 Menschen identifiziert. Ob das jetzt positiv, negativ ist, irgendwie steht da halt irgendwie nicht weiter. In Bayern ist es halt noch viel schlimmer, weil da wird das Ganze halt irgendwie seit 12 Jahren, also halt schon relativ früh haben sie es eingesetzt, und irgendwie seitdem läuft es weiter. Das LKA Bayern hat halt für das Jahr 2019 387 Täter angeblich identifiziert. Und noch ein
Satz vom Bundesdatenschutzbeauftragten, den ich halt irgendwie sehr, sehr wichtig finde, ist, dass Gesichtserkennung ein sehr weitgehender Grundrechtseingriff ist. Und irgendwie das zeigt halt, wenn der das schon sagt, dann muss man halt, also dann ist halt eigentlich klar, dass halt die Hürden irgendwie höher sein sollten, als dass irgendwie Bayern das seit 12 Jahren irgendwie ohne Fragen nach dem Sinn irgendwie machen. Ja, kommen wir zum ganz aktuellen Thema, und zwar Corona. Auch hier wird Gesichtserkennung durchaus eingesetzt, aber das Bild hier zeigt erstmal was anderes, und zwar die Probleme der Gesichtserkennung. Jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo halt ganz viele Leute Masken aufhaben, funktioniert plötzlich die Gesichtserkennung nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass halt natürlich ein Großteil des Gesichts irgendwie verdeckt ist. Ein paar Leute sind halt auf die grandiose Idee gekommen, Gesichtserkennungsmasken oder halt Gesichtsmasken mit dem passenden Gesicht oder halt unpassenden Gesicht, je nachdem, zu vertreiben. Das heißt, dann kann man zumindest sein Telefon noch entsperren. Auch hier mit der Einschränkung, das geht halt natürlich nur für die Telefone, die halt im normalen 2D-Bereich funktionieren. Das iPhone zum Beispiel, also wenn ich irgendwie im Supermarkt bin und eine Maske aufhabe, dann muss ich halt dauernd meine PIN angeben. Ist natürlich ein bisschen nervig. Es gibt ein paar Firmen, die versucht haben, das auszugleichen. Die haben dann den Bereich reduziert, der für die Gesichtserkennung benutzt wird. Irgendwie halt den gesamten Nasen-Mund-Bereich irgendwie weggenommen und jetzt tatsächlich nur noch den Augenbereich für die Auswertung benutzt. Aber da ist halt irgendwie auch klar, dass die Erkennungsraten irgendwie dadurch halt massiv in den Keller gehen, weil halt schon ein sehr wichtiger Teil halt gerade so die Partie um die Nase und um den Mund ist für die ganzen Systeme. Ein sehr erschreckendes Beispiel zum Thema Gesichtserkennung und Corona kommt aus Russland. Da gibt's eine App, die halt irgendwie so dieses Social Monitoring, also eine App, wo halt irgendwie auch in Deutschland drüber geredet wird. Die sind halt aber schon ein bisschen weiter. Die App gibt's schon und die speichert irgendwie auch biometrische Daten, also Gesichtsdaten, angeblich nur in der App drinne. Es gibt aber irgendwie Fälle, wo zum Beispiel Leute, die halt das Telefon zu Hause liegen lassen haben, dann auf der Straße von den Überwachungskameras erkannt wurden. Das heißt, es gibt eine Datenbank von irgendwie allen Covid-19 Patienten oder irgendwie Erkrankten und die Überwachungskameras in Moskau gleichen halt Bilder von der Straße mit dieser Datenbank ab. Wenn man dort, also wenn es dort einen positiven Effekt oder eine positive Erkennung gibt, wird man halt dann zwangsweise ins Krankenhaus eingeliefert für eine Zwangsquarantäne. Fand ich sehr scary. Also kann man nur hoffen, dass das in Russland bleibt und irgendwie nicht weiter fortgeführt wird. Ein Beispiel aus China zum Thema Gesichtserkennung, wie sie halt nicht funktionieren soll, ist dieses Bild hier. Die Story dahinter ist, dass in China gibt's ja irgendwie auch so Social Scoring. Und Social Scoring wird in dem Fall irgendwie auch viel mit, da wird auch viel mit Gesichtserkennung gearbeitet, um halt automatisch irgendwie die Scores zu berechnen. Und in dem Fall geht es um Rotzünder, also halt Jailwalker. Und was hier passiert ist, ist halt normalerweise, wenn halt Leute bei Rot über die Ampel gehen, wird halt Gesichtserkennung gemacht. Es wird halt der Name der Person und ihre Government-ID auf einem Bildschirm irgendwie daneben, auf so einem großen Bildschirm angezeigt, so als irgendwie Public Shaming. Das Problem hier ist, dass irgendwie eine chinesische Geschäftsfrau Werbung auf einen Bus geschaltet hatte oder die Firma. Und dieser Bus halt natürlich dann immer rübergefahren ist, wenn die Fußgänger rot hatten und die Erkennung dann sozusagen dachte, sie wäre bei Rot übergegangen und sie wurde halt irgendwie mehrfach irgendwie groß public geschämt für angeblich übertreten, also für angebliches Jailwalken, obwohl sie halt irgendwie nicht mal in dieser Stadt gewesen ist. Ja, kommen wir zu einem richtig Kackthema. Ich habe die letzten 2 Tage irgendwie versucht, diese Slides zu machen über Clearview und habe halt immer so schlechte Laune gekriegt, dass ich halt irgendwann gesagt habe, ich schreibe jetzt irgendwie die 2, 3 Sätze dazu runter. Macht da nicht weiter, weil ich habe es einfach nicht hingekriegt. Was diese Firma getan hat, ist, sie hat diverse Bildquellen im Internet irgendwie scraped, also Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, und ist so auf insgesamt 3 Milliarden Bilder gekommen
Und hat halt dann angeboten, dass man halt gegen diese Datenbank halt irgendwie Vergleiche machen kann. Und da ist vor kurzem, Anfang, also Februar 2020, eine Datenbank von denen geleakt, also ihre Kundendatenbank, wo halt 2200 Kunden aus 27 Ländern sind, unter anderem Strafverfolgungsbehörden, auch aus Europa, Interpol, die das benutzt haben, viele US-amerikanische Institutionen, Immigration Office, Border Patrol, Department of Homeland Security, aber halt irgendwie auch so Sachen wie Banken, Casinos, Apotheken, Supermarktketten, Unis. Also halt so wirklich für einfachste oder halt, wo man halt denkt, irgendwie, ihr habt nicht das Recht, irgendwie jetzt allen Leuten hinterher zu spionieren, die irgendwie auf eurer Uni oder hier in eurer Apotheke einkaufen, aber haben anscheinend irgendwie Leute gemacht. Zu diesem Leak hat der CEO, was auch immer, von dieser Firma gesagt, ja, unfortunately, Data Breaches are part of life in 21st Century. Und das finde ich schon halt eine ziemlich krasse irgendwie Einstellung für eine Firma, die halt mit so sensitiven Daten arbeitet, wie Gesichtsbilder. Der Grund, warum mir das so sauer aufgestoßen ist, war halt irgendwie ein Artikel, der erst vor kurzem rausgekommen ist. Und zwar hat die den Gründer der Firma mit der Alt-Right-Bewegung in Verbindung gebracht, also halt so White Supremacist, Neonazis auf gut Deutsch. Und die Idee dahinter, warum der das gemacht hat, ist, er wollte halt die Gesichtserkennung dafür benutzen, um Ausländer also Massen zu deportieren von Illegals in den USA. Und das ist halt irgendwie so, also da hat es dann einfach aufgehört. Es gibt aber auch ein eher positives Beispiel, oder beziehungsweise halt eine Möglichkeit, wo man das halt positiv benutzen kann, Gesichtserkennung. Und das ist irgendwie ein Projekt, was das Zentrum für politische Schönheit 2018 im Dezember gestartet hat, die Soko Leipzig. Da gab es ja irgendwie diesen Tötungsfall in Chemnitz, und Soko Chemnitz natürlich, den Tötungsfall in Chemnitz, und danach halt irgendwie die Massendemonstration von halt irgendwie diesen ganzen Faschos in Chemnitz. Und was halt das Zentrum für politische Schönheit gemacht hat, ist, die haben halt gesagt, irgendwie haben eine Webseite aufgebaut, wo man halt sich selber halt irgendwie suchen konnte, beziehungsweise halt irgendwie seinen Kollegen suchen konnte und dann gucken, ob der halt irgendwie auf dieser Demo mitgelaufen ist, um halt irgendwie praktisch irgendwie dieses Fremdschämen irgendwie auch mal gegen die Nazis irgendwie auszuprobieren. Hat erstaunlich gut funktioniert. Also ich hatte die Chance, irgendwie mal die Software dahinter irgendwie Probe zu testen. Und war doch tatsächlich sehr erstaunt, wie gut sie funktioniert hat. Also da waren teilweise so Bilder von so einem Zombie-Merkel auf dem Plakat, was halt irgendwie diese Nazis mit sich rumgeschleppt haben. Und ich habe halt irgendwie mal ein Merkel-Bild als die Quelle reingeworfen und das wurde trotzdem noch erkannt. Und da habe ich mir das erste Mal so gedacht, oh Kacke, jetzt ist tatsächlich die Gesichtserkennung da angekommen, dass sie auch tatsächlich funktioniert, auch mit größeren Daten. Also um das halt nochmal ein bisschen auszubauen, ja, was sie gemacht haben, ist, sie haben halt Bilder genommen also Fotos von dieser Demo und halt irgendwie auch ein Video, wo halt diese ganzen Nazis an so einer Wohnung vorbeigelaufen sind, wo er halt immer eine Kamera mitlaufen lassen hat, daraus irgendwie Standbilder gemacht und dann halt tatsächlich einfach mal geguckt, wen sie da irgendwie aus den Nazis-Größen irgendwie finden. Und hier ist ein kurzes Beispiel, den Höcke haben sie auf jeden Fall diverse Male gefunden, auch mit irgendwie super guten Erkennungsraten. Und das ist eigentlich das, wo ich halt bisher auch immer behauptet habe, irgendwie Gesichtserkennung auf großen Gruppen und mit irgendwie schlechten, komischen Lichtverhältnissen funktioniert nicht. Und da muss man jetzt einfach sagen, das ist anscheinend inzwischen anders. Ich will noch ein bisschen was Positives bringen, und weil ich halt irgendwie mich mit Biometrie auch immer viel mit Überwindungssicherheit beschäftigt habe, irgendwie hier auch nochmal einen kurzen Ausflug dahin bringen. Die meisten Systeme lassen sich tatsächlich immer noch relativ einfach überwinden, also auch bis zu neue Smartphones dieses Jahr, die halt mit Gesichtserkennung arbeiten, kann man halt irgendwie einfach ein Foto nehmen und davor halt, beziehungsweise irgendwie auch ein Foto mit dem Telefon machen, das Display vor die Kamera halten. Und das funktioniert immer noch.
Das wissen natürlich die Hersteller auch und versuchen halt Lebenderkennung oder Attrappenerkennung mit Bewegung zu, also halt Bewegungsselektion zu kombinieren. Da kann man dann halt irgendwie nicht mehr ein Foto davor halten, aber zum Beispiel eine Videosequenz abspielen kann man immer noch. Wenn man es halt nicht machen will, gibt es halt irgendwie noch so einen kleinen lustigen Trick. Das ist eine Software, die halt auch Gesichtserkennung macht und auf das Blinzeln der Augen als Lebenderkennung Wert legt. Das ist ein ehemaliger Kollege von mir, irgendwie jetzt erstmal so zu zeigen, wie es funktioniert. Seht ihr gleich oben in der Ecke so dieses blaue Auge, was da irgendwie zu sehen war. Das heißt halt irgendwie jetzt blinzeln mal, hat er geblinzelt und dann wurde halt irgendwie wurde der Rechner freigeschaltet. Wir haben hier wollten halt irgendwie trotzdem mal gucken, ob man das nicht irgendwie trotzdem mit dem Ausdruck schaffen kann. Das ist sozusagen der Ausdruck der Person, also vom Gesicht. Jetzt kommt gleich irgendwie dieses blaue Auge hier, sagt oben, ja, blinzel doch mal. Und statt zu blinzeln, haben wir halt ein Stabilo-Stift genommen und einfach mal kurz irgendwie vor dem Augen lang gewedelt. Hintergrund dabei ist irgendwie die Lebenderkennung funktioniert halt so weit, dass die Algorithmen halt irgendwie gucken, ah, sind da schwarze Pixel für die Pupille und irgendwie sind die schwarzen Pixel dann vielleicht mal für eine kurze Zeit nicht da, wenn man blinzelt. Und lustigerweise hat irgendwie dieser Stabilo-Stift hat ungefähr hautfarbene Eigenschaften. Das heißt, wenn man den halt kurz vor den Augen hin und her wischt, denkt der Algorithmus, dass das halt, dass da die Person geblinzelt hat. Gibt ein anderes Verfahren, also wenn es halt nicht nur um Blinzeln geht, sondern zum Beispiel Mastercard hat ein ähnliches Verfahren auch benutzt, wo halt irgendwie auch Gesten und Mimiken im Gesicht halt zur Identifizierung bzw. zur Lebenserkennung genutzt werden, also zum Beispiel irgendwie lächeln oder irgendwie traurig gucken. Und da gibt es eine lustige Idee, hier zu sehen in meinem Video, wo halt eine amerikanische Uni das gemacht hat, also die heißt, die filmen sozusagen das Gesicht von einer Person und machen das praktisch als Overlay über das Originalbild und kann damit dann auch Dinge sagen oder lächeln oder irgendwie traurig gucken und so weiter. Für dreidimensionale Sachen funktioniert das Ganze natürlich irgendwie nicht mehr. Aber auch da gibt es halt irgendwie Möglichkeiten. So 3D-Drucker ist natürlich irgendwie das Naheliegendste. Das heißt, irgendwie, man muss halt dann die Gesichtsform nehmen. Also entweder man macht halt einen 3D-Scan von dem Gesicht. Es gibt irgendwie auch Software, die halt aus verschiedenen Blickwinkeln von Kamerabildern 3D, also ein 3D-Bild berechnet und dann kann man das halt irgendwie ausdrucken oder irgendwie sich dann halt wie hier auf der linken Seite zu sehen, auf der rechten Seite halt so eine Maske draus machen. Und für einfache Systeme funktioniert das tatsächlich auch immer noch. Eine sehr lustige, also ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass heutzutage eigentlich alle Gesichtserkennungs-Software mit Machine Learning funktioniert. Und das hat hier eine amerikanische Uni auch ausgenutzt, die Carnegie Mellon University. Und sie haben mal geguckt, wie kann man denn diese Machine Learning-Algorithmen durcheinander bringen. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben halt, also ihr seht das hier oben in der oberen Reihe, sich so Brillen gebastelt und die haben sie bedruckt. Und irgendwie diese grün, gelb, rote irgendwie Muster, die sie auf diese Brillen gedruckt haben, hat diesen Algorithmus so durcheinander gebracht, dass halt irgendwie nicht die Originalperson erkannt wurde, sondern halt die Person erkannt wurde, die halt hier im unteren Bild ist. Also dann spielt es auch keine Rolle, ob irgendwie Frau oder Mann. Und das ist halt schon, also dann denkt man sich irgendwie auch irgendwie alles klar, wenn halt so einfach diese Systeme zu überwinden sind, dann wird es halt umso fraglicher, irgendwie, ob man sie jetzt einsetzen soll oder nicht. Kommen wir langsam zum Ende, und zwar Möglichkeiten, sich dieser Gesichtserkennung zu entziehen. Es gibt ein gutes Beispiel liefert die Mustertafel für den elektrischen Reisepass schon mit. Und zwar alles, wo hier irgendwie rote Kreuze dran sind, also was man halt nicht machen darf, wenn man sich einen elektronischen Reisepass, also das Passbild dafür macht, darf man nicht machen, weil es halt irgendwie die Erkennungsrate der Algorithmen reduziert. Das heißt, wenn man nicht erkannt werden will, muss man sich halt irgendwie einfach nur an diese rechten Bilder halten. Zum Beispiel halt ja, diverse Teile des Gesichts irgendwie verdecken.
den Kopf zur Seite drehen ist irgendwie auch sehr beliebt. Zum Beispiel auch die Studie in Südkreuz hat das irgendwie auch sogar noch quantifiziert. Das heißt, die haben geschrieben, bei Gesichtsdrehungen von über 15 Grad sinkt die Erkennungsleistung rapide. Eine andere lustige Idee hatten die Japaner natürlich mal wieder, diese Privacy Glasses, wo halt in so ein Brillengestell einfach ein paar Infrarot-LEDs, also Nah-Infrarot-LEDs eingelötet wurden. Und jedes Mal, wenn man halt irgendwie eine Gesichtserkennungskamera gegenübertritt, wird halt die Kamera halt durch diese LEDs so geblendet, dass halt irgendwie keine Gesichtserkennung mehr möglich ist. Es geht halt irgendwie auch noch einfacher. Ich habe hier mal ein paar Tests gemacht mit einem Samsung Galaxy S8, was ich damals hatte, und einfach mal geguckt, wo ich noch erkannt wurde und wo nicht. Auf der linken Seite, das ist sozusagen das Originalbild, wenn ich mich erholt habe. Und die sechs Bilder wurden schon nicht mehr erkannt. Das heißt, irgendwie schon so einfache Sachen wie die Backen aufblasen oder halt so die Strähnen ein bisschen ins Haar hängen lassen oder ein Hoodie. Da scheitern irgendwie die Systeme schon. Oder man kann sich natürlich irgendwie auch mit diversen Masken, Perücken und so weiter irgendwie anfreunden. Und was ich auch sehr lustig finde, ist auch schon ein bisschen älter, sogenannte Gesichtstattoos oder halt irgendwie Gesichtsschminke, wo halt mit diversen Formen, die halt irgendwie auf das Gesicht draufgemalt wurden, die Algorithmen so durcheinander gebracht wurden, dass sie halt irgendwie dieses Gesicht nicht mehr erkennen können. Aber was halt auch irgendwie Sinn macht, also wenn ich mir dieses Gesicht hier zum Beispiel angucke, ich erkenne da irgendwie selbst ja fast irgendwie kein Gesicht mehr. So, und mit dem letzten Bild würde ich auch zum Schluss kommen, beziehungsweise die Diskussion Q&A mal einleiten wollen. Ich habe es mal das Dilemma der Gesichtserkennung genannt und dargestellt so mit dem Fehlerkennung versus Totalüberwachung. Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt, dass also bisher habe ich halt auch meistens gesagt, irgendwie Gesichtserkennung in großen Mengen zur Massenüberwachung irgendwie taugt einfach nicht. Bin halt leider inzwischen eines Besseren belehrt worden. Von daher muss man halt hier dann einfach mal sehen. Also wir können uns jetzt nicht mehr auf die Aussage zurückziehen, na, die Systeme funktionieren eh nicht. Das heißt, irgendwie unsere Privacy ist gesichert, sondern die Systeme funktionieren leider inzwischen auch zu gut. Das heißt, jetzt müssen wir aktiv werden und einfach irgendwie auch mal sagen, Gesichtserkennung darf im öffentlichen Raum nicht benutzt werden. Zum Beispiel in Amerika, so irgendwie Kalifornien hat da schon Gesetze zu erlassen, um halt genau Gesichtserkennung aus öffentlichen Bereichen zu verbannen. Und wir in Deutschland diskutieren halt immer noch, ob Gesichtserkennung an Bahnhöfen nicht eine tolle Idee ist. Da sind wir jetzt auch einfach mal gefordert, um da halt mal dagegen zu argumentieren. So, damit bin ich fertig und jetzt wollen wir mal gucken, ob das hier mit dem Q&A vielleicht funktioniert. Hört ihr mich da hinten? Gibt's denn Fragen?
also gerade so auf die Bereiche wie Mund, Nase und Wangenbereiche. Das heißt, ich glaube, wenn man nur die Augen nimmt, ist es halt schwierig. Iris oder beziehungsweise Kontaktlinsen, das ist halt so eine Idee, um Gesichtserkennung zu verbessern, indem man halt multimodale Systeme verwendet. Also halt zusätzlich zu der Gesichtserkennung halt noch eine Iriserkennung mit einbaut, weil die Kameras sind eigentlich dafür schon irgendwie gemacht. Zumindest irgendwie so in modernen Smartphones, die irgendwie Front-Facing-Kameras, also die Selfie-Kameras, die haben halt irgendwie so eine hohe Auflösung. Und für so eine Iriserkennung braucht man da gar nicht irgendwie so viel, also so eine gute Auflösung, dass ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwie in nicht allzu ferner Zukunft irgendwie solche Systeme sehen werden, die halt Gesichtserkennung mit Iriserkennung koppeln. Dann ist eine Frage, in Asien wird wohl schon das Gesicht als ÖPNV-Ticketersatz verwendet. Gibt es sowas auch möglicherweise in Deutschland? Genannt ist hier der Main. Nee, also der Bahnhof in Mainz, das war halt ein Feldtest von der Bundespolizei damals und vom BSI oder beziehungsweise Innenministerium, wo sie halt irgendwie nicht, also da ging es überhaupt gar nicht um irgendwie fahrscheinloses oder irgendwie halt fahrscheinloses irgendwie Benutzung des öffentlichen Nahverkehrs, sondern tatsächlich, da ging es darum, diese Systeme als Überwachungssysteme, als Finden von Gesuchten irgendwie zu testen. In Deutschland hätte das auch, glaube ich, datenschutzrechtlich wäre das durchaus sehr problematisch, da eine Gesichtserkennung zu benutzen, weil es halt immer also weniger grundrechtsinvasive Möglichkeiten gibt. Und in Deutschland gibt es halt so das Gebot, wenn es halt irgendwie andere Möglichkeiten gibt, dann müssen die benutzt werden. Und so gerade Gesichtserkennung, also ich meine, biometrisches Merkmal ist halt so eins, also ein ganz wichtiges, irgendwie persönliches Merkmal. Wo halt deine Person mit beschrieben wird irgendwie. Und wenn man es halt vermeiden kann, sollte man das nicht tun. Und ich glaube, da sind sich inzwischen auch noch viele Leute einig. Also es gibt immer mal so ein paar Testversuche, irgendwie der Zoo in Hannover hat, glaube ich, mal mit Fingerabdruck angefangen. Es gibt irgendwie so ein Schwimmbad, was mal Venenerkennung hat, aber es sind halt irgendwie alles nur so kleine Sachen, die halt das mal testen und wo dann halt irgendwie auch entweder schnell rauskommt, dass es irgendwie nicht funktioniert, nicht angenommen wird, oder wo dann irgendwann der Datenschutzbeauftragte sagt, irgendwie habt ihr eine Macke, irgendwie könnt ihr dann gleich mal sein lassen. Dann ist noch die Frage nach der False Positive Rate oder generell der Zahlen zu Genauigkeit. Da ist mir auch vorhin aufgefallen, dass ich da auf jeden Fall ein bisschen flüchtig drüber gestiefelt bin. Beziehungsweise die Folie. Ach so, Sekunde, ich muss hier mal kurz die Folie umschalten. Danke, Peter. Also false positive und false negative, beziehungsweise ich mache es einfach mal hier an diesen Daten. Kann man das überhaupt lesen? Machen es mal hier. Also ich habe halt vorhin ja nur von den 80% Erkennungsrate geredet. Die kann man natürlich nicht alleinstehend betrachten, sondern irgendwie die Erkennungsrate ist halt immer damit, also die Erkennungsrate ist halt immer mit der Falscherkennungsrate bzw. mit der False-Positive-Rate in Zusammenhang zu bringen. Ich erkläre das mal hier ganz kurz an diesem Diagramm. Das heißt, bei einer False-Positive-Rate von 0,1%, das heißt halt, jeder tausendste Versuch von einem Nichtberechtigten wird aus Versehen als berechtigte Person angenommen. Dem gegenüber stehen halt die Erkennungsraten, also die tatsächlichen Erkennungsraten. Und in dem Fall hier, also muss man halt auf dieser Linie dann irgendwie runtergehen. Das heißt, bei dieser Einstellung, also es wird halt durch den Threshold wird es eingestellt, bei 0,1% Fehlerkennungsrate hat man eine Erkennungsrate von 97% irgendwie für diesen Fall jetzt hier. Also dann wären halt nur noch 3 von 100 Leuten nicht reingelassen von dem System. Als letzte Frage würde ich zum Schluss mit reinnehmen, wie wahrscheinlich ist es, dass Google oder Apple Gesichtsdaten weitergeben, um die Erkennungsrate zu verbessern? Die Erkennungsrate verbessern.
Naja, so normalerweise machen die Firmen das ja selber. Also ich meine halt Google Phones und irgendwie das iPhone mit Gesichtserkennungssoftware, die haben halt ihre eigene Software. Das heißt, die haben natürlich die Daten, die sie halt aus diesen Tests mit ihren Devices haben, die gehen natürlich direkt wieder in die Entwicklung weiter oder in die Verbesserung der Algorithmen. Wohin jetzt weitergereicht werden sollten, also werden sie vermutlich nicht tun, weil es natürlich irgendwie auch ihr Datenschatz und natürlich irgendwie auch kann man das nicht einfach so machen, ohne jetzt irgendwie die Zustimmung der jeweiligen Person einzuholen. Das heißt, irgendwie, ich würde davon ausgehen, dass sie es nicht tun. Nichtsdestotrotz, ich meine, gerade bei Gesichtserkennung oder gerade bei Gesichtsbildern macht es halt eigentlich inzwischen schon jeder irgendwie freiwillig. Ich meine, sucht einfach mal nach eurem Namen oder irgendwie nach eurem Gesicht oder irgendwie guckt mal von irgendwelchen Veranstaltungen, wo ihr wart. Ihr werdet einfach Bilder von euch finden und irgendwie halt Facebook, Instagram, was auch immer. Irgendwo gibt es ein Foto, wo halt irgendwie auch der Name direkt mit verknüpft ist, beziehungsweise dann halt über einen Umweg mit irgendwie Name von eurem Freund ist verknüpft und irgendwie Twitter-Follower, was auch immer. Das heißt, Gesichtsdaten von euch sind einfach irgendwie da. Wenn sie halt nicht irgendwie im Internet sind, dann sind sie spätestens bei den Meldestellen. Wenn ihr euch einen Ausweis oder einen Pass geholt habt, die Bundespolizei nach dem neuen BKA-Gesetz hat irgendwie Zugriff drauf, beziehungsweise das BKA hat Zugriff drauf auf diese Daten. Geheimdienste haben sowieso Zugriff auf die Daten. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass eine große Anzahl von zumindest Behörden und Leuten, die nicht haben sollten, irgendwie diese Daten. Gut, dann herzlichen Dank. Damit würde ich den Vortrag. Ich danke euch. War ein cooles Format. Ich hoffe, es war halt ganz schön weird, so irgendwie ohne Publikum zu sprechen. Ich hoffe, das kam irgendwie halbwegs trotzdem sinnvoll rüber. Und ich wünsche euch noch eine schöne Veranstaltung. Ciao, ciao.